Moin YouTube und da bin ich mal wieder. Ja, es geht weiter in der Cornel & Deal-Ecke und vor allen Dingen habe ich jetzt mal wirklich Lust auf so einen nussigen Tabak. Und da ich das gesagt habe, ist jetzt schon klar, worum es geht, um den Nutty Irishman, genau. Ein Tabak, der eine Hochzeit zwischen einem Frangelico, also einem Haselnusslikör, und Irish Mist, einem irischen Honiglikör mit Kräuterzulage, ist gefused und das ist das, was rauskommt. Wir packen den jetzt mal gemeinsam aus und ich werde ihn dann trocknen lassen, das heißt, das Anzünden machen wir etwas später zusammen. Aber auspacken und die ersten Riechproben nehmen wir jetzt schon mal und ich baue euch mal um. So, und da sind wir auch schon umgebaut und ja, wie immer, die Cornel & Deal Dosen, Nutty Irishman 1790, wie man sieht. Naja, für 57 Gramm und es ist nun mal amerikanischer Tabak, über die Preise brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Dennoch wollen wir mal schauen, wie wir den jetzt finden. Mip. Oh, zack. So, meine Güte, jawohl, ein extrem alkoholhaltiger Geruch steigt mir da gleich in die Nase, wie ich schon gedacht habe. Den muss man definitiv erstmal trocknen lassen. Da ist er. Oh, sieht wunderbar lecker aus, muss man mal sagen. Ich hoffe, der stellt das scharf, jawohl. Richtig lecker sieht er aus. Zutaten kann man fast schon sehen. Burley, Virginia und Black Cavendish. Ach, es geht eigentlich von der Feuchtigkeit her, aber dennoch, wie gesagt, ich lasse den trocknen, bevor ich ihn jetzt in die Pfeife bringe. Oh, ein extrem alkoholhaltiger Geruch, der allerdings doch recht schnell verflogen ist hier. Stecken wir mal die Nase rein und dann werden wir uns den zu Gemüte führen. So, dann wollen wir mal die Geruchsprobe machen. Wie gesagt, der erste Geruch beim Aufmachen der Dose war sehr, sehr alkohollastig. Also, dass hier Liköre zum Einsatz kommen oder zumindest Vorbild waren für eine Mischung, kann ich definitiv nachvollziehen. Dann wollen wir jetzt mal schauen, wie es ist, wenn man die Nase reinstecken, kurz nach dem Aufmachen. Der alkoholische Duft ist extremst schnell verzogen und ein herrlicher Geruch, ein wunderbarer Geruch nach Haselnusslikör, definitiv. Ganz, ganz leicht kann man was von Kräutern erahnen im Hintergrund, aber Baileys trifft Nutella, irgendwie. Richtig süß und absolut nach Haselnusslikör, es ist unglaublich. Das ist ein wirklich guter Geruch, anders als bei dem Dreams of Cadiz, wo man dachte, meine Fresse. Zwar angenehm, aber meine Fresse, der ist wirklich... Ich meine, ich habe ihn gerade aufgemacht und vergrabe meine Nase fast da drin, aber dennoch eine ganz leichte Spur Honig eventuell zu erschnüffeln, aber definitiv, und da kommt der Name ja nicht von ungefähr, nussig. Ja, ich werde es ein wenig trocknen lassen. Wir sehen uns vermutlich in einigen Sekunden wieder. Ha, die Macht der Illusion. Ja, theoretisch könnte es auch erst nächsten Tag sein, wenn ich den denn probiere, der so ein bisschen trockener ist. Aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder zum ersten Entzünden des Tabaks. Bis gleich. So, und was ich ganz vergessen habe, was ich ja sonst immer mache, erstmal die Pfeife stopfen, bevor ich es rauche. Tatsächlich ist jetzt schon ein Tag später, bevor ich es jetzt ausprobiere, aber das tut dem Geschmack ja keinen Abbruch. Tatsächlich dennoch das erste Mal, dass ich diesen Tabak jetzt teste. Und stopfe, wie man sieht, ist noch randvoll die Dose. Wie gesagt, einen Tag später und der Geruch ist jetzt wirklich eindeutig Haselnusslikör. Das Stopfen durch eine Kamera ist immer so ein bisschen tricky, aber ich versuche mal. Falls Fragen kommen, eine Faunpfeife. Faun Hawaii, um genau zu sein. Auf der Dose des Nutty Irishman ist noch zu lesen: A ribbon cut blend of Virginia's, Burley and Black Cavendish. This classic American mixture is among our most popular aromatic pipe tobaccos. Es ist wirklich ein Genuss, das so zu riechen. Ich bin gespannt, wie es gleich ist, wenn wir es das erste Mal entzünden. Und dann lasse ich ihn mir ein paar Tage lang immer mal wieder schmecken, um mir ein Urteil zu bilden. Bisschen mehr daneben gegangen als normalerweise, aber nun, wie gesagt, versucht das mal durch die Kamera. Ist gar nicht so einfach, aber das reicht schon. Gucken, ob wir von diesem Zeug hier noch was kriegen. Gut, ich baue euch um, wir zünden sie zusammen an und dann, naja, dann sehen wir uns erheblich später wieder. So, und da sind wir. Wie gesagt, das habe ich vorhin ganz vergessen. Oder vorhin, war gestern und dann musste ich nochmal los. Und wie gesagt, ich lasse mir den Tabak jetzt tatsächlich erst einen Tag später schmecken. Mal schauen, wie er uns mundet. Wie immer beim ersten Entzünden eines neuen Tabaks machen wir es mit Streichhölzern. Mmh.
Meine Güte, knistert der. Und dabei ist das wirklich schon ganz gut abgetrocknet. Zumindest der obere Teil, den hatte ich mir rausgelegt zum Entzünden. Also beim ersten Entzünden merkt man tatsächlich kaum was von der Aromatisierung. Das ist auch gut so, denn wenn sie jetzt schon sehr, sehr prägnant wäre, dann würde sie mich vermutlich im späteren Verlauf des Rauchens erschlagen. So ist es gar nicht so schlecht. Auch die Qualmnote, will ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht abstoßend. Sie ist auch überhaupt gar nicht beißend, was auch ein gutes Zeichen ist. Aber es knistert schon ganz schön darin. Das heißt, da werde ich ordentlich Probleme. Naja, Probleme, aber auf jeden Fall werde ich da ordentlich Kondensat drin haben. Die wird ein paar Tage trocknen müssen, die Pfeife, bevor ich sie dann wieder neu befüllen kann. Aber Learning by Burning. Ne? Nun gut, ich lasse mir die Pfeife jetzt hier erstmal ein bisschen in Ruhe schmecken und werde es die nächsten Tage immer mal wieder testen, diesen Tabak. Wie gesagt, der Dosengeruch ist wow. Die Feuchtigkeit ist sehr, sehr hoch, weil gesagt, man sollte unbedingt was rausnehmen und es wirklich ganz gut trocknen lassen, bevor man es entzündet. Gerade festgestellt, dieses Geknistere. Und wie gesagt, es wurde ja getrocknet gestern. Nun gut, zum Geschmack und so weiter äußere ich mich erst später. Und wir sehen uns also gleich wieder. Moin, und da bin ich mal wieder beim Spazierengehen mit Ehefrau und Köterhund. Es sind jetzt schon ungefähr 52 Millionen Grad draußen. Und es ist trotzdem, es ist echt früh noch. Aber der Hund muss noch mal eine Runde gehen, und bevor es wirklich zu heiß wird. Sonst ist es ja auch nur Tierquälerei, da braucht man mit dem Hund auch nicht mehr rausgehen. Habe ich gelernt, über 27 Grad mit dem Hund rauszugehen, ist Tierquälerei. Aber jedem das seine. Wir machen es jedenfalls nicht, aber nun gut. Heute geht es um Nutty Irishman. Und tatsächlich, muss ich zugeben, habe ich den jetzt nicht in der Pfeife. Was schon eigentlich viel aussagt darüber. Ich habe ihn wirklich in vielen Pfeifen getestet. Und auch ohne Filter, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Aber dieser wunderbar herrliche Geruch aus der Dose. Dieser Geruch von Nutella trifft Honiglikör mit Kräutern. Der wirklich wunderbar um die Nase schmeichelt und so herrlich riecht, ist beim Anzünden überhaupt gar nicht da. Und auch beim Rauchen und beim Auspusten im letzten Drittel der Pfeife habe ich tatsächlich einen Hauch von Geschmack von Haselnuss. Einen Hauch. Die Raumnote dagegen. Und er wurde tatsächlich auf der Kornel- und Dielseite auch nur mit 1 angegeben. Also es ist wohl keine besonders gute Raumnote. Und das ist tatsächlich so, denn sie ist muffig. Die zweite Enttäuschung von einem Aromaten von Kornel und Dill, schade eigentlich, den habe ich bestellt, einfach Haselnusslikör und Honiglikör und mit Kräutern, hat sich wirklich lecker angehört, aber es ist einfach eine Enttäuschung und man kann ihn aufrauchen, allerdings kommt er den einen, den ich mal von Danpipe getestet habe, ich weiß nicht mehr welcher das war, kommt er dem ziemlich nahe, nämlich warme Luft. Wie gesagt, im letzten Drittel einen Hauch von Haselnuss und ob mit Filter oder ohne. Ich habe dann gedacht, naja gut, das sind amerikanische Tabake. Die Aromatisierung ist da nicht immer so stark, weil die ohne Filter rauchen. Probierst du in den Kornkopf, probierst du in den filterlosen Pfeifen und das ist genau das Gleiche. Im letzten Drittel ein wenig Haselnuss und das war's. Die Raumnote ändert sich dadurch nicht, sie bleibt muffig, ist logisch, aber es ist einfach eine Enttäuschung. Und auch dieser Tabak hat, wie bestimmt auch der Dreams of Kadeth, seine eigene Fanbase. Sonst wäre es nicht einer der gewesen, die wir importieren können jetzt oder die importiert werden. Für mich ist er nichts, weil er absolut nichtssagend ist. Der Geruch aus der Dose ist so herrlich und er ist überhaupt gar nicht in der Pfeife zu merken, zu schmecken oder zu riechen. Wie gesagt, die Umstehenden sagen eher, es ist so eine muffige Raumnote, die, ja, weiß auch nicht, so muss nicht sein. Ist nicht so abstoßend wie Kotze, wie beim Dreams of Kadeth, aber es ist auch nicht angenehm. Denn brauche ich den Tabak. Qualitativ, die verwendeten Tabake sind wirklich spitze. Leider habe ich den Tabakgeschmack der verwendeten Tabake auch nicht. Also nicht mal den, was sehr komisch ist, denn es sollte, naja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber dass er mir nicht schmeckt, heißt ja nicht, dass er nicht gut ist. Wie gesagt, das ist einer der Tabake, die wir von Kornel & Diehl importieren können jetzt in Deutschland oder kaufen können in Deutschland, die importiert werden. Und es muss schon seinen Grund haben,
dass er einer der erfolgreicheren ist. Nur für mich ist er halt nichts. Gut, im Grunde genommen war es das. Bevor ich jetzt hier richtig anfange zu ölen und vermutlich zerfließe. Ich habe da einige Horrorfilme gesehen. Wahrscheinlich sieht es bei mir dann auch so aus. Und das will ich euch nicht zumuten. Das soll es gewesen sein. Mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ansonsten danke für eure Zeit, fürs Begleiten, fürs Dabeisein. Geht raus, wenn ihr könnt. Habt Spaß, bleibt gesund, gebt Acht auf euch und genießt die Zeit. Ne? Und trinkt genug. Ja, bei dem Wetter. Bis dann, ne? Macht's gut. Ciao. Tschüss.